Hallo liebe Freunde der Tabakpfeife, ich bin zurück aus meinem kleinen samstägigen Ausflug zusammen mit dem lieben Sean von Google Plus und Markus, den ihr hier alle kennt. Waren wir heute gemeinsam im Tabakhaus Falkum, denn Paul Winslow war zu Gast. Wie bereits durch das Tabakhaus Falkum angekündigt, gastiert heute Paul Winslow beim Tabakhaus Falkum und das wollten wir uns nicht entgehen, den dänischen Pfeifenmacher mal höchstpersönlich kennenzulernen. Gesagt, getan, sind wir um 9 hier bei mir zu Hause losgefahren, hatten eine wunderschöne Autofahrt. Mit dem goldenen Herbst, mit 12,5 Grad war es auch überhaupt nicht kalt und wir hatten schon auf der Hinfahrt fachliche Gespräche. Nach 2 Stunden Autofahrt sind wir dann ganz gemütlich beim Tabakhaus Falkum angekommen und wurden dort auch schon durch ein breites Grinsen von Jürgen Kümpflein begrüßt. Nach einem kurzen Smalltalk haben wir uns im Tabakhaus Falkum umgesehen und jeder machte sich so seine Gedanken. Sollte es eine Pfeife von Paul Winslow werden oder nicht? Also ich kann sagen, heute war für jeden Geldbeutel mit Sicherheit was dabei.
Jeder, der unbedingt eine Paul Winslow-Pfeife haben möchte oder wollte, wurde heute auf jeden Fall fündig. Aus diesem Grund bedanke ich mich nochmal beim Tabakhaus Falkum für das top organisierte Event. Denn man hat immer einen Ansprechpartner gehabt, wenn man einen gebraucht hat, wurde tabakmäßig sofort an die Hand genommen und konnte seine Fragen loswerden. Und in diesem Zug kann ich auch sagen, Kundenservice wird in dem Tabakhaus Falkum sehr groß geschrieben. Nochmal danke hierfür. Bei mir gab es keine Paul-Winslow-Pfeifen, denn ich denke, ich habe aktuell andere Prioritäten. Ich habe mich lieber mit Tabaken eingedeckt. So, unter anderem ist zu mir gekommen der Tala House Cream Nummer 21. Virginia Burley Flake, den stelle ich aber euch nochmal gesondert in einem Extra-Video vor. Den Tala House Cream Nummer 22, das ist der sogenannte Roll Cake. Den werde ich in einem anderen Video ebenfalls vorstellen im Vergleich zum Veo Larsen Nummer 32. Und dann gab es für mich natürlich noch einen Falkum Tabak. Das ist die Tala House Cream Nummer 24, das sogenannte Streifenhörnchen. Da habe ich in den vergangenen Wochen ja bereits schon mal einen Vergleich zwischen dem Peter Heinrich und dem DSK Flake von Gerd Janssens Pfeifendepot gemacht. Und jetzt werde ich dann wahrscheinlich einen Vergleich machen zwischen dem Tala House Cream Nummer 24 und Tabakhagel. Und dann ist noch ein Tabak zu mir gefunden, oder hat noch ein Tabak zu mir gefunden, den ich bei Pfeifengenießer 71, dem Dennis, entdeckt habe, der sich jetzt vor einigen Tagen ja bei uns in der Community vorgestellt hat. Und zwar war das der Auenland Morning Mixture. Ich kenne bisher die zwei anderen Auenland-Tabake und durfte den Auenland Morning Mixture heute im Tabakhaus Falkum probieren. Und muss sagen, die erste Probe dieses Tabaks hat mich so davon überzeugt, dass ich sagen kann, ja, ich nehme eine Dose mit, stelle euch den Tabak allerdings dann zu gegebenen Zeit nochmal gesondert vor. Genießt das Wochenende und raucht gemütlich eine Pfeife, denn es gibt nichts Schöneres, wie einfach den perfekten Tabak zur perfekten Pfeife zu haben. Und ich sage, I spread my wings and fly, euer Eagle.